Im Grunde ist das eine Familiengeschichte. Es ist eine sehr deutsche Familie, eine protestantische Familie mit starken Begriffen von Moral und Erziehung. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es ein Kind erzählt, ein 12-jähriger Junge. Und dieses Kind erzählt von seinen Desillusionen, von seinen Traumata, von seinen sehr beträchtlichen Schmerzen und kommt aus diesen Beschreibungen aber immer wieder heraus wie ein Stehaufmännchen. Die Geschichte spielt um 1960. Der Vater ist Gefängnisdirektor und ist ein leidenschaftlicher Musiker und macht für die Strafgefangenen regelmäßig Musik. Er gibt Hauskonzerte. Und das sind eigentlich so die beiden Pole in dem Leben dieses Jungen. Der Eindruck des Gefängnisses und der Eindruck der Musik. Und dieses Kind ist ein ferner Bruder von mir. Also hat einiges mit mir zu tun. Und ich bin natürlich nicht der 12-Jährige, ich bin 73. Ich habe an diesem Buch 4, 5 Jahre geschrieben. Und offensichtlich hole ich mir aus dem Temperament dieses Kindes immer noch sehr viel Kraft. Okay, ich trinke mal einen Schluck. Was ist das für eine Kindheit? Da kriege ich gleich einen trockenen Mund. Das Typische an einer Kindheit 1960 ist, dass alle Eltern aus dem Krieg kommen. Sehr unterschiedliche Erlebnisse haben, aber letzten Endes ein gemeinsames Erlebnis des Zusammenbruchs der von den meisten als Erniedrigung empfunden wurde. Und damit überhaupt nicht zurande kommen. Ich kenne zum Beispiel von meinen Klassenkameraden, nicht von den Mädchen, aber von den Kameraden, niemanden, der nicht zu Hause geschlagen worden ist. Ich kenne auch niemanden, der nicht in der Schule geschlagen worden ist in dieser Zeit. Sehr, wenn man sich das so vorstellt, mit Reitpeitsche oder Gartenschlauch oder Rohrstock. Natürlich Kleiderbügel, Teppichklopfern, unendlich viel, also sehr einfallsreich sind diese Eltern gewesen. Vielleicht auch nicht einfallsreich, sondern einfach wahllos nach irgendetwas gegriffen haben, um sich zu wehren. Und das ist interessant. Das sind ja alles Menschen, die selber schuldig geworden sind und die eine enorme Energie in die Erziehung setzen, in die Moral, in den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, den sie aber nicht anwenden auf ihre eigene Geschichte, sondern auf Kinder, von denen sie wissen wollen, ob sie Geld gestohlen haben oder nicht, oder ob sie die Wahrheit sagen oder nicht, ob sie schlechte Arbeit geschrieben haben oder nicht. Das ist interessant. Warum habe ich mir dieses Kind ausgesucht? Das ist sicher nicht freiwillig. Ich wusste das, glaube ich, immer, dass ich schreiben wollte. Aber nicht genau wie. Also ich habe den Eingang nicht gefunden und habe deshalb Jahrzehnte erstmal als Schauspieler verbracht. Und das ist auch in Ordnung. Ich habe davon leben können und habe mich als einen Ausdrucksmenschen erst einmal kennengelernt und auch analysieren gelernt. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn du diese Geschichte von dir selbst, von deiner eigenen Kindheit, von diesem unerlösten Kind in dir nicht jetzt schreibst, dann machst du das nie wieder. Zunächst einmal habe ich mehr an das besondere äußerliche Setting gedacht zwischen Jugendgefängnis und klassischer Musik. Und das ist ja schon alles. Und auch diesen älteren Brüdern, die mit ihren Eltern diese politischen Diskussionen führen und einem kleinen, relativ machtlosen, aber hellwach beobachtenden, frechen Jungen dazwischen, der Ähnlichkeit mit mir hat. Aber je dichter ich dran gekommen bin,
Und je mehr ich geschrieben habe, desto mehr habe ich natürlich gemerkt, dass ich diese Kindheit sehr wenig abgeschlossen habe. Ich habe mich beim Schreiben immer wieder gefragt, was sind eigentlich Erinnerungen? Erinnerungen sind für mich etwas, das ich gar nicht oder nur sehr langsam und unter großen Schwierigkeiten in Sprache fassen kann. Erinnerungen ist mein emotionales Gedächtnis. Erinnerungen sind in den Nerven zu Hause, in den Muskeln, in den Knochen, in den Faszien. Da sind die entscheidenden Erinnerungen gespeichert. Das Schreiben, würde ich sagen, ist eine ganz körperliche Arbeit für mich, genauso wie das Spielen auch. Geht um die Wiederbelebung von Körpererfahrungen, von Gefühlen, die im Körper gespeichert sind, aber die sich nicht so gerne zeigen wollen und die man überlisten muss, damit sie wieder sichtbar werden. So, das wäre in ganz wenigen Worten mein Buch.